So, ich hoffe, man hört mich. Wunderbar. Senja, vielen Dank für die einleitenden Worte und die umfassende Vorstellung. Jetzt wissen Sie quasi alles über mich. Und ich freue mich sehr, Ihnen heute ein paar Einsichten zu der Fragestellung zu geben, wie digitale Plattformen auf die Informiertheit und Informationsnutzung in der Bevölkerung einzahlen. Wie schon gesagt, ich komme vom Weizenbaum-Institut. Wer das noch nicht gehört hat, das ist ein relativ neu gegründetes Forschungsinstitut für Digitalisierung, 2017 ins Leben gerufen, vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung direkt finanziert. Und wir beschäftigen uns in sehr vielfältiger Art und Weise mit der Frage, wie Digitalisierung die Gesellschaft verändert. Und dieses Institut gibt es, weil schlaue Menschen gemerkt haben, es gibt da eine Lücke in Deutschland. Wir wissen, dass wir bei der Digitalisierung und der Forschung dazu nicht unbedingt ganz vorne dabei sind. Und deswegen wurde das ins Leben gerufen und wir sollen das jetzt ändern. Es gibt verschiedenste Bereiche. Es ist also kein nur sozialwissenschaftliches Institut, sind auch Juristen, Künstler, Computerwissenschaftler etc. Alle dort mit am Start und wir sind so ungefähr 80 bis 90 Wissenschaftler plus ja, Verwaltungspersonal und so. Also ein etwas kleineres Institut, aber dafür direkt am Bahnhof Zoo. Ich bin Leiter der Gruppe Digital News Dynamics und was wir dort versuchen, ist zu verstehen, wie informierende Akteure, würde ich mal sagen, auf digitalen Plattformen agieren. Und damit meine ich, um es leichter zu machen, schon größtenteils die, die das bisher immer gemacht haben, nämlich Journalistinnen und Journalisten. Und wir wollen verstehen, welche Rolle haben die da eigentlich noch, wenn doch Informationen aus so vielen anderen Quellen auch über Plattformen zu jüngeren und älteren Leuten irgendwie kommen können. Wir machen das in einem relativ großen Team. Wir machen das auch in einem breiten Methodenmix. Wir sind bunt gemischt, was das angeht. Wir haben Kommunikationswissenschaftler, wir haben Leute, die einen Doktor in Physik haben, wir haben Leute, die Computational Social Science heißt das so schön. Computergestützte Sozialwissenschaft wäre wahrscheinlich das deutsche Pendant und versuchen das quasi relativ vielfältig abzubilden. Was denn Plattformen eigentlich damit machen, dass neue Akteure dazukommen, die eben genauso Informationen verbreiten und die machen das vielleicht sogar unterhaltsamer oder vielleicht sogar besser, als was Journalismus bisher leisten konnte. Und wir schauen, wie Journalismus sich adaptiert und andere Akteure da dazukommen. Die Frage, die ich beantworten sollte mit dem Vortrag heute, ist diese hier: Wie nutzen Menschen politische Informationen auf digitalen Plattformen? Und ich habe etwas, wie soll man sagen, grobschlächtig, das in diese vier Bereiche zusammengefasst. Die haben natürlich was damit zu tun, dass das meine Forschung berührt. Ich glaube aber auch, dass das die vier wichtigsten Punkte sind, denen wir uns nähern sollten, wenn wir verstehen wollen, wie Leute digitale Informationen auf Plattformen nutzen. Und das sind, aber Sie haben es schon gelesen, mobil, kuratiert, zufällig, unvermeidend und skeptisch. Aber bevor wir darauf einsteigen, ganz kurz nochmal, wie nutzen Menschen politische Informationen generell? Das ist jetzt natürlich schwer, in einer Folie irgendwie zusammenzufassen, aber um nochmal zu sagen, wir haben alle eine sehr, sehr selektive Aufmerksamkeit. Wir haben viel zu viele Informationen um uns drumherum und wir sind von Natur aus darauf eingestellt, nur selektiv wahrzunehmen. Also ganz geringe Teile dessen, was um uns drumherum ist, nehmen wir tatsächlich wahr, verarbeiten das in unserem Gehirn und speichern das dann idealerweise. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn es um politisches Wissen geht, weil auch politisches Wissen kommt nur dadurch zustande, dass ich irgendwo mal was gehört, gelesen, gesehen habe und das verarbeite und das dann am Ende in meinem Langzeitgedächtnis gespeichert ist. Was nicht heißt, dass Metakognition nicht auch dazu führen kann, dass ich denke, ich weiß was, was ich dann am Ende nicht weiß. Aber das ist quasi der nächste Punkt. Mir geht es quasi um das harte Wissen, was quasi wiederbringbar ist. So, und weil wir selektiv
Aufmerksamkeit auf Informationen richten, gibt es, was jetzt politische Informationen angeht, sicherlich viel mehr, als da draufsteht. Aber was man sagen muss, es gibt erstmal Leute, die sind politisch interessiert oder nicht interessiert. Das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen Nachrichten nutzen oder nicht. Ob sie nun die Zeitung abonniert haben oder auf eine Webseite gehen oder der Tagesschau auf TikTok folgen. Das ist quasi erstmal das Gleiche. Aber wichtig zu wissen, nicht jeder von vornherein hat ein politisches Interesse und folgt deswegen Informationen. Das zweite ist das Konzept der kognitiven Dissonanz. Das ist bestimmt hier auch schon in den Vorlesungen mal gefallen. Da geht es prinzipiell darum, dass Menschen eine Kondition in sich haben, dass sie Nachrichten, die ihnen unangenehm sind, auf welcher Basis auch immer, erstmal lieber vermeiden. Und das können wir im Alltag, im familiären Kontext und so weiter beobachten. Speziell erforscht und beobachtbar ist das aber auch im politischen Kontext. Das hat viel damit zu tun, dass Nachrichten gegnerischer Ideologien von Parteien, die ich generell nicht wähle, aber auch Dinge, die mich quasi, sagen wir mal, tief berühren, weil ich Angst vor bestimmten Informationen habe und die Welt ist voller Krisen. Das heißt, man muss jetzt also nicht nur Informationen unangenehm finden, bloß weil sie von der falschen Partei kommen, sondern man kann sie auch unangenehm finden, weil sie einen in bestimmte Situationen Gefühle bringen oder was übermitteln, was einem erstmal irgendwie unangenehm ist. Und das Dritte sind die Möglichkeitsstrukturen. Auch ein komisches deutsches Wort, aber bedeutet quasi, welche Möglichkeit haben Leute eigentlich an diese Informationen zu kommen und wie leicht ist das? Und ich würde mal sagen, während Interesse und kognitive Dissonanz relativ stabil geblieben sind über all die Jahrzehnte, haben digitale Plattformen zu diesen Möglichkeitsstrukturen natürlich extrem viel beigetragen. Das Internet hat erstmal Nachrichten gratis gemacht für ganz viele Leute. Vorher musste man dafür bezahlen, ob nun über die GEZ oder die Zeitungs-Abo-Preise und so weiter. Die Verfügbarkeit durch Smartphones hat sich extrem erhöht und die Möglichkeit, extrem viel unterschiedliche Informationen an einer Stelle zu finden, nämlich auf diesen digitalen Plattformen. Und wenn ich davon rede, meine ich gesamt gesehen Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und Co. Es gibt natürlich da große Unterschiede, aber das haben die prinzipiell alle gemeinsam, dass sie verschiedenste Akteure bündeln. Und das hat bestimmte Vorteile, gerade für die, die vielleicht nicht so politisch interessiert sind. Aber wie wir sehen, kommt es auch mit Nachteilen einher. Aber wichtig ist zu wissen, diese Möglichkeitsstrukturen sind das, was sich vor allen Dingen verändert hat. Und deswegen gucken wir uns die an. Die Häufigkeit der Nachrichtennutzung mal aufgeschlüsselt nach den Quellen und den Geräten. Das ist aus unserem viel geliebten Reuters Digital News Report, so heißt der. Und ist jetzt zwar alles auf Englisch, aber ist quasi die Marke, an der wir uns orientieren, wo man das schön sehen kann, dass sich also Dinge verändern. Ich habe hier angefangen mit meinem Doktor. Und hatte dann lange Zeit quasi alle Tore offen, um zu argumentieren, wie wichtig soziale Medien sind. Und soziale Medien sind in dem Fall, kann man hier gleichsetzen, mit den Plattformen. Die stiegen also lange Zeit in Deutschland in der Bedeutung. Andere Dinge sind zurückgegangen. Fernsehnachrichten sind weniger wichtig. Online inklusive Social Media hat einen gegensätzlichen Trend. Es gibt also, kann man sehen, nicht nur Social Media, sondern auch andere Informationen, die online genutzt werden und was halt ganz stark runtergeht und was alle Zeitungsverlage und Journalisten leidtragend erleben, ist die Printnutzung. Und gleichzeitig, wenn wir uns das angucken, haben wir noch einen weiteren Trend, nämlich die mobile Informationsnutzung, also auf dem Smartphone, die quasi ungebrochen steigt. Das wird also immer wichtiger. Erleben Sie wahrscheinlich selber und die verschiedenen Generationen nutzen das also vor allen Dingen. Und das ist interessant zu sehen, weil das quasi parallel zu laufende Linien hat. Und ich glaube schon, dass die Plattformnutzung auch was damit zu tun hat, dass die Leute Informationen häufiger auf dem Smartphone nutzen. Und vielleicht um das noch zu sagen, Deutschland war immer im Vergleich zu diesen Ländern, die da untersucht werden, deutlich geringer, was diese soziale Mediennutzung
betrifft. Ich habe in Amsterdam gearbeitet, in den Niederlanden ist das quasi fast doppelt so hoch. Das heißt, das macht schon auch einen Unterschied und alles, was wir jetzt in der kommenden Dreiviertelstunde uns angucken, hat, muss man dann auch in dem Sinne sehen, es ist ein Drittel, aber es ist eben auch nur ein Drittel, was Informationen überhaupt durchnutzt. Das heißt, das gilt nicht für alle und in anderen Ländern ist es deutlich höher. Gut, kommen wir mal zum ersten Teil. Menschen nutzen politische Informationen auf digitalen Plattformen vor allen Dingen mobil. Warum? Diese steigende Nutzung digitaler Plattformen hat, glaube ich, extrem viel damit zu tun, dass sie so gut verfügbar sind. Die Leute haben quasi durch Smartphones ein neues Gerät, einen neuen Bildschirm gefunden, auf dem sie andere Sachen machen, als wenn sie zu Hause am Laptop sitzen oder auf Arbeit am Computer. Da sollen sie sowieso arbeiten, aber nichtsdestotrotz hat das viel damit zu tun. Es gibt Zahlen von Facebook, die leider nicht überprüfbar sind, dass 98,5% der gesamten Zugriffe auf Facebook über Smartphones laufen weltweit. Das heißt, der Desktop oder ein Laptop spielt dort überhaupt keine Rolle mehr. Die Leute, wenn sie auf diesen Plattformen sind, sind sie da. Wie gesagt, ist nicht überprüfbar, aber wir glauben es jetzt einfach mal. Gleichzeitig führt das dazu, dass es ubiquitäre Informationsnutzung gibt, weil die Leute die Telefone natürlich in jeder Sekunde, in der sie quasi nichts zu tun haben. Ich stand irgendwie vorhin gerade noch da, was mache ich, hole mein Smartphone raus und so weiter. Das heißt, die Möglichkeit, dort ganz viel Information zu bekommen, ist hoch. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, ich bin in ganz anderen Situationen, nämlich ich habe wenig Zeit, meistens Zeitdruck und muss auf ganz andere Auswahlmechanismen mich konzentrieren. Deswegen sind Bilder da zum Beispiel viel wichtiger. Die Leute scrollen irgendwie durch und schauen sich vor allen Dingen Bilder an, was sich unterscheidet zu dem, was wir vorher gemacht haben, wo Text quasi schon das Hauptinformationsmedium bei der Nachrichtennutzung war. Und dann haben wir verringerte Aufmerksamkeit der Informationsnutzung. Das ist einmal durch die Nutzungsumgebung kann die Aufmerksamkeit verringert sein, weil es laut ist oder weil andere Dinge passieren. Aber zum Beispiel auch, weil man das Smartphone wunderbar benutzen kann, wenn noch ein zweites Medium läuft, zum Beispiel der Fernseher. Ich weiß nicht, wie viele sich von Ihnen dabei ertappen. Ich quasi ständig, dass ich eigentlich schon nicht mehr auf den Fernseher gucke, obwohl er läuft, sondern das Smartphone nebenbei bespiele. Das sind also Dinge, die darauf hindeuten, dass sich da was verändert hat. Und um nochmal zu sagen, was sind die Besonderheiten mobiler Informationsnutzung? Lange Zeit gab es die Idee, okay, da muss die Aufmerksamkeit muss ja geringer sein zu Nachrichten, wenn die Leute das auf Smartphones machen. Die müssen ja weniger lernen, wenn sie das machen. Und wir wollten rausfinden, und warum und ich habe jetzt quasi den ganzen theoretischen Teil hier rausgenommen, aber ich glaube, es gibt vier Gründe, warum Smartphone-Nutzung wirklich unterschiedlich ist. Das ist einmal, dass wir die Wahrnehmung ist anders, was diesen kleinen Bildschirm betrifft. Die Orte, an denen wir Informationen nutzen, sind anders. Die Zeit spielt eine andere Rolle als bei nicht mobiler Nachrichtennutzung. Und am Ende die Nähe der Nutzung, also dass ich es ständig bei mir habe, was zum Beispiel für Push-Nachrichten die es in diesen Tagen zuhauf gibt, meistens mit schlechten Nachrichten, auch eine größere Rolle spielt. Wenn wir uns mal angucken, wie das so verteilt ist, wir haben, ich erspare Ihnen die ganzen methodischen Details, weil das, glaube ich, einfach zu lange dauert, aber wir haben uns über 7 Tage mit Hilfe von Handydaten angeguckt, wann die Leute denn Nachrichten auf Smartphones nutzen, und da sieht man, das ist relativ stabil bei ungefähr 25%. Das heißt, in dem Zeitraum, wenn wir die Leute gefragt haben, hat ungefähr ein Viertel gesagt, dass sie das macht. Und interessanterweise gibt es dafür was sagt man, keine Steigerung. Das ist also sehr konstant, und dann kann man auch sagen, ist irgendwie angekommen in der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wo die Leute das machen, was ja die zweite Idee ist, so nach dem Motto, ach, out and about, alle sind irgendwo, ist es schon so, dass Großteil der mobilen Informationsnutzung zu Hause stattfindet. Das ist die grüne Linie ganz oben. Also ganz oft wird das tatsächlich zu Hause gemacht, aber wir sehen auch hier, wenn wir uns die Orangene angucken, das ist quasi da, wo die Leute arbeiten oder studieren, gibt es dort auch schon einen Anstieg, der so diesen typischen
was ist es bei uns, 8:4 Zeitraum irgendwie zeigt. Also dort gibt es schon auch Nachrichtennutzung und dann sieht man, die restlichen Orte sind nicht so sonderlich wichtig. Das, was immer gerne angeführt wird, öffentlicher Personennahverkehr, ist diese pinke Linie. Passiert jetzt nicht so häufig, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber auf der anderen Seite fahren die Leute natürlich auch nur kurz hin und zurück jeden Tag. Uns hat interessiert, wie diese Unterschiede in Aufmerksamkeit und Lernen denn tatsächlich aussehen, und deswegen haben wir was gemacht, was vorher so noch niemand gemacht hat, uns nämlich genau die gleichen Inhalte angeguckt und die Leute, den Leuten einmal auf einem Desktop-PC gezeigt, also quasi einem Computer, wie wir ihn oft noch zu Hause stehen haben, und dann auf einem Smartphone. Und was haben wir genommen? Wir haben einen Newsfeed genommen. Newsfeeds sind diese unendlichen Nachrichtenketten, die quasi digitale Plattformen haben, entweder durch Videos, indem man sich die ganze Zeit durchklickt, oder indem man von oben nach unten scrollt. Und wir wollten quasi wissen, ist die Aufmerksamkeit anders und lernen die Leute anders davon? Das ist natürlich eine unechte Situation. Das ist ein Experiment. Das heißt, wir haben die Leute randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt und ihnen dann entweder den Desktop oder das Handy vorgesetzt. Der Rest war konstant. Das muss man also bedenken. Das ist anders erstmal nicht machbar. Und wir haben uns das mittels Eye-Tracking angeguckt. Das heißt, es gibt Geräte, die gucken, wohin Leute auf Bildschirmen gucken. Kompliziert zu erklären, aber hat funktioniert und wir haben das quasi verglichen. Ich zeige Ihnen mal ein bisschen, wie das aussieht hinterm Computer des Wissenschaftlers sozusagen. So teilt man dann so einen Post ein und weiß dann relativ genau, okay, wo haben die Leute hingeguckt. Hier kann man das quasi damit abbilden, dass die roten Flecken die höchste Aufmerksamkeit sind. Das heißt, da haben die Leute am meisten hingeguckt. Und wenn man jetzt sich das noch angucken will, wenn man das über die 120 Teilnehmer aggregiert, sieht man, wo die Leute jeweils hingeguckt haben, über welche Zeit. Und wir sehen, dass Text wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als Bild, was aber nicht damit zu tun hat, dass die Leute den Text spannender finden, sondern dass sie mehr Aufmerksamkeit brauchen, um den Text zu verstehen. Bilder können wir als Menschen viel schneller entschlüsseln als Text, den müssen wir lesen. Und dass da so ein Schokoriegel oder mit Blaubeeren ist, das haben wir relativ schnell erkannt. Zum ersten Ergebnis. Wir hatten vermutet, dass es eine geringere Aufmerksamkeit zu politischen Posts auf Smartphones anstatt als auf Desktop-PCs gibt. Und das war nicht der Fall. Es waren quasi fast die gleichen Werte. Sie können das hier sehen, 60 Sekunden, 62 Sekunden auf 6 Posts. Das heißt ungefähr 10 Sekunden per Post. Und das hat sich quasi überhaupt nicht unterschieden. Das bedeutet also schon mal, ganz so unterschiedlich sind die Aufmerksamkeitsspannen nicht, wenn man alles konstant hält, außer das Gerät zu wechseln. Interessanterweise haben die Leute, die vom Desktop-PC saßen, aber deutlich mehr behalten, um nicht zu sagen gelernt von ihrer Nachrichtennutzung. Das heißt, das sind die blauen Balken hier, sieht man in zwei Arten von Lernen, aber ich gehe da gar nicht weiter ins Detail. Hier kann man relativ genau sagen, okay, das hat sich tatsächlich unterschieden. Das heißt, wir sitzen da und wissen, aha, die Aufmerksamkeit ist gleich, aber gelernt wird weniger. Woran kann das liegen? Und dann haben wir diese Studie quasi nochmal gemacht und haben uns aber statt Desktop und Desktop-PC und Smartphone angeguckt, was ist denn der Unterschied, wenn ich das in einem ruhigen, so wie das hier war, Labor mache, wo die Leute quasi ganz alleine saßen und es war totenstill und sie konnten da durchscrollen, und haben das ganze Equipment nochmal in die Universitätscafeteria verfrachtet und haben Leute quasi das Gleiche machen lassen, bis auf dass sie auf einmal in einem sehr wuseligen Umgebung saßen mit, ich würde mal sagen, normalen Ablenkungen. Ne? Da liefen Leute rum, da war es laut, da hat Geschirr geklappert und so weiter und so fort. Dann haben wir uns erst die Aufmerksamkeit angeguckt und waren überrascht zu sehen, dass es diesmal ganz andersrum war, dass nämlich in der öffentlichen, also in der Kantine, das sind die roten Balken hier, die Aufmerksamkeit wesentlich höher war als in der ruhigen
Umgebung. Und gleichzeitig, wenn wir uns das Lernen angucken, wurde es noch wilder, dann zeigt sich nämlich, dass für die eine Art des Lernens ist es in der Öffentlichkeit geringer und für die andere ist es höher. Es gibt für alles Erklärungen, aber das war so ein typisches Forschungsprojekt, wo vorher war noch nicht so viel gemacht zu dem Thema. Dann macht man das mit neuen Methoden, findet tatsächlich auch neue Sachen, aber muss dann schauen, wie man es erklärt. Wir erklären uns das so. Dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf Smartphones gleich ist und das Wissen oder das Lernen geringer, kann man sagen, die gleiche Aufmerksamkeit reicht nicht, um das Gleiche zu lernen. Das heißt, es ist schwieriger von mobiler Nachrichtennutzung das Gleiche zu lernen. Und um das Gleiche zu lernen, braucht man quasi mehr. Und dadurch, dass die Leute nicht mehr Informationsnutzung geben, und das kann man wahrscheinlich gut in den Alltag übertragen, wir geben uns ja nicht mehr Mühe, jetzt länger und genauer aufs Smartphone zu gucken. Genau das Gegenteil ist ja Sinn und Zweck des Ganzen. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wenn Leute Informationen auf Smartphones nutzen, wir schon davon ausgehen können, dass sie wahrscheinlich nicht so viel davon lernen. Also weniger, nicht nichts, aber weniger. Die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit war höher. Das lässt sich damit erklären, dass die Prozesse des Gehirns gestört sind durch die Ablenkung. Das heißt, man braucht längere Zeit, um einen Text zum Beispiel zu verstehen. Das haben wir damit quasi ganz gut zeigen können. Und diese Unterschiede im Lernen, da wird es dann schwierig, das ist quasi reine Vermutung. Es gibt ja Leute, die ganz gerne in Cafés gehen, um zu arbeiten, weil sie diese Hintergrundgeräusche ganz gut ertragen können. Ich gehöre da auch dazu, ich kann auch im Zug sehr gut arbeiten und so. Und das kann auch Lernen fördern, hatten wir vorher nicht bedacht, aber wenn man sich das dann anguckt, gibt es durchaus Studien, die das zeigen. Das heißt, für die Smartphones gibt es so eine gemischte Variante im Sinne von wie viel man jetzt davon lernt. Ich würde sagen, insgesamt weniger, aber es ist auch nicht so, dass man nichts davon lernt. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Kuratierung. Menschen nutzen Informationen kuratiert und ich denke mal, dass Judith Möller da ein bisschen auch drüber gesprochen hat. Kuratierung von Nachrichten bedeutet, wir haben erstmal das Problem, dass es unendlich viele Informationen gibt und Plattformen, ne, jeder kann alles jeder Minute, jede Sekunde posten. Das heißt, wir haben, hat glaube ich noch niemand berechnet, wie viele Posts die Minute auf Facebook oder so publiziert werden, aber es ist einfach unendlich viel. Das heißt, es braucht Mechanismen, um das irgendwie einzuschränken. Und Kuratierung ist jetzt so ein Fachwort, aber hat sich durchgesetzt, deswegen benutze ich das, bedeutet, dass man versucht, das irgendwie einzuschränken. Kann man so ein bisschen wie sich im Museum vorstellen, wo ja auch kuratiert wird, bloß da werden eben Ausstellungen kuratiert und hier kuratieren Leute ihren Nachrichtengehalt. Ziel ist es erstmal, die Informationen beherrschbar zu machen. Da helfen Algorithmen. Das ist quasi das, was Judith wahrscheinlich letztes Mal gesagt hat, ne? Die ganzen Aufmerksamkeitsprozesse sind stark von den Algorithmen gesteuert, die einfach aussuchen, was in meinem Newsfeed zu sehen ist. Und das ist, obwohl ich jemanden finde, der mein gleiches Alter, gleiches Geschlecht und so weiter hat und von mir aus auch noch in Berlin wohnt, ist das komplett anders als das, was der oder diejenige sieht. Das heißt, Algorithmen helfen, aber die sind auch darauf angewiesen, dass Leute ihnen irgendwie Hinweise geben, was sie denn nun eigentlich sehen wollen oder nicht. Und ich gehe mal immer davon aus, wer das sehr, sehr selten macht, ist unzufriedener mit dem, was er in seinem Newsfeed so sieht, als die Leute, die das machen. Und Kuratierung ist also beschrieben als Notwendigkeit der der Auswahl und des Filterns in einem Medienumfeld, in dem mehrere konkurrierende Nachrichtenströme, also quasi Informationen, die alle in unseren Kopf wollen und wir können aber nur ein paar davon auswählen. Was kann man da also machen als Nutzer? Man kann Seiten folgen oder unterstützen, und damit dem Algorithmus ein Signal geben, aha, davon möchte ich mehr sehen, so funktioniert das. Ich folge der Tagesschau und schwupps sehe ich irgendwas von der Tagesschau. Und wenn ich, keine Ahnung, den süßesten Katzenvideos der Welt folge, dann sehe ich auch mehr süße Katzenvideos. Die Posts bei Gefällt mir klicken auf Posts oder so ein Herzchen senden, ist eine Form davon. Informationen teilen, wird auch wahrgenommen oder kommentieren. Also jedes Engagement mit Informationen führt dazu, dass man seine Nachrichtendiät sozusagen etwas zusammenfasst, und was bekommt, was idealerweise das ist, was man irgendwie sehen möchte.
Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie häufig Leute das machen, das sind jetzt ganz viele Länder, alle, die im Digital News Report vertreten sind. Hier ist Deutschland. Man sieht mal wieder, dass Deutschland da nicht ganz weit vorne ist. Das ist aber nichts Schlechtes, aber es ist einfach da, wo Leute sagen, sie machen das nicht so häufig. Und die Frage war sozusagen, machen sie was von dem, was ich gerade gesagt habe, damit sie am Ende mehr oder weniger von diesen Inhalten sehen? Ne? Also, dass man das schon bewusst macht und versucht, seine Nachrichteninformationen auszuwählen. Das ist der Durchschnitt hier, das sind alle Länder zusammen und in Deutschland wird das nicht so häufig gemacht, aber wenn man sich das mal anguckt, sind das schon trotzdem immer so 10, 20, irgendwie sehr schlecht abzutragen, Prozent. Hier unten sieht man es nochmal, 30 und 25, die sagen, sie machen das, um mehr oder weniger Informationen zu sehen. Und dann haben wir quasi diese Kuratierung hier und dann kommt die algorithmische Auswahl. Und dieses Zusammenspiel ist das, was keiner von uns bisher richtig versteht. Wir wissen, es gibt einen Input, wir wissen, dass der den Algorithmus beeinflusst. Mancher dieser Inputs funktioniert aber auch direkt, da kann der Algorithmus quasi gar nichts machen, weil wenn ich einmal einer Seite folge, dann ist das quasi so ein hartes Kriterium, dass theoretisch der Algorithmus nicht sagen kann, nee, dir zeige ich gar nichts davon an. Das ist also schon irgendwie ein bisschen gesetzt. Und dann gibt's noch das, was irgendwie durch den Algorithmus durchgeschleift wird. Also das ist das, was man nicht so richtig versteht, aber die Leute fangen an, was auszuwählen und am Ende haben sie dann eben diese Nachrichtendiät, die für jeden unterschiedlich aussieht. Jetzt ist die Frage, und ich denke, da hat Judith auch ein bisschen drüber gesprochen, was bedeutet das sozusagen? Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn Leute ihre Nachrichtendiät anpassen? Tendenziell denkt man ja erstmal, naja, das ist was Gutes, das ist das, was die Leute interessiert und sie für hilfreich erachten. Aber dann kommt quasi der Teil der kognitiven Dissonanz wieder rein. Es kann natürlich auch sein, dass wir alle Informationen, die wir als unangenehm empfinden oder von politisch gegnerischen Parteien kommen und so weiter oder politisch gegnerische Standpunkte, dass wir die ausschließen. Und wir haben uns das in der Studie angeguckt, nicht ob Leute das machen, weil das natürlich, wie gesagt, ganz schwierig zu verstehen ist, sondern wir haben uns angeguckt, ob die politische Extremität von Leuten, ob das die Leute sind, die auch besonders viel kuratieren, weil die Theorie würde sagen, ja, das sind die, die alle gegnerischen Meinungen sowieso ausschließen wollen, die wollen alle nur ihre eigene Meinung haben, und ob das dann am Ende zu sozialer und politischer Intoleranz führt. Und ich spare mir auch die Erklärung dieser ganzen Charts, aber was wir gefunden haben, ist, dass die ideologische Extremität nichts damit zu tun hat, wie häufig Leute kuratieren. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die eine politisch extremere Meinung hatten, jetzt auch die waren, die sich komplett eingeschränkt haben. Und das spricht so ein bisschen, was Judith wahrscheinlich auch gesagt hat, dazu, dass wir eigentlich für diese Idee, dass Algorithmen und so digitale Plattformen dazu führen, dass Leute sich in diese Bubbles begeben, gibt's, ich würde mal sagen, mehr Evidenz dagegen als dafür. Und das wäre jetzt auch wieder so ein Punkt. Aber was wir gefunden haben, ist, dass algorithmische Nachrichtennutzung, also das Nutzen der Plattform selber, nicht das Kuratieren, aber das Nutzen selber schon dazu beigetragen hat, dass Leute eine gewiss höhere soziale und politische Intoleranz hatten. Und das bedeutet quasi, dass man weniger offen ist, mit politischen Gegnern zu diskutieren oder auch nicht neben Leuten wohnen möchte, die anders sind als man selber. Das sind also die Messungen für soziale und politische Intoleranz. Das heißt, bei dieser Kuratierung können wir sagen, was auf jeden Fall passiert ist, dass Nutzerinnen sich eine extrem hochspezielle Nachrichtendiät zusammenstellen. Wir haben also nichts gleicht mehr dem anderen. Wenn Sie, ich weiß nicht, wer Wetten, dass vor noch 3 Tagen, 4 Tagen gesehen hat, das ist quasi das letzte Aufbäumen dieser Idee, dass Montagmorgen die Leute schon alle noch über das wirklich gleiche Format und den gleichen Inhalt sprechen können.
12 Millionen Leute haben es gesehen, 45% Marktanteil und so weiter und so fort. Das ist das alte Modell. Und das Neue ist, jeder hat was Eigenes gesehen. Das sind natürlich trotzdem ähnliche Inhalte. Aber dadurch, dass die Formate sehr, sehr unterschiedlich sind, der eine guckt ein Video zum Krieg in Israel und Palästina, der andere liest was, der dritte liest einen Kommentar von Freunden und so weiter und so fort. Das heißt, jeder hat vollkommen unterschiedliche Informationen. Diese initialen Entscheidungen, das können wir sagen, informieren algorithmische Prozesse. Was genau die Algorithmen damit machen, ist quasi die große Unbekannte immer noch. Und es besteht die Gefahr der Verstärkung von dissonanten oder konsonanten Auswahlprozessen, also dass man sich das anguckt, was man gerne möchte. Aber man muss sagen, die Ergebnisse sind hier wenig eindeutig. Wir haben eigentlich wenig Evidenz zu sagen, das ist wirklich so. Gut, kommen wir zum dritten Punkt. Menschen nutzen politische Informationen auf Plattformen zufällig und vermeidend. Wie geht das zusammen? Das geht so zusammen. Dadurch, dass algorithmische Plattformen und Newsfeeds vor allen Dingen dazu führen, dass sie eine zufällige Auswahl präsentieren. Das ist das, was Algorithmen machen. Die sind natürlich bemüht, was zu präsentieren, was relevant ist, aber gleichzeitig ist das, ich könnte nie vorhersagen, wenn ich mein Smartphone aufmache, was ich da jetzt sehen würde. Das heißt, das ist erstmal generell zufallsgetrieben. Und auf der gleichen Seite, das haben Sie vielleicht auch gehört, ist es öfter so, dass Menschen aktiv sagen, ich möchte keine Nachrichten gerade sehen, das ist mir irgendwie alles zu viel, die Welt ist trist und traurig und ich möchte quasi die Nachrichten vermeiden. Und beides hat mit algorithmischen Plattformen zu tun. Das erste, wie gesagt, das Zufällige ist die unbeabsichtigte Nachrichtennutzung. Und da sagen wir, dass Nachrichten als Beiprodukt der Nutzung digitaler Plattformen passiert. Das heißt, die Leute sind da wegen was anderem, wegen Rezepten, Urlaubsbildern, ihren Freunden und sehen gleichzeitig aber trotzdem, entweder durch Kuratierung oder durch Algorithmen generell, Informationen zu politischen Themen, die sie nicht gesucht haben und überhaupt nicht sehen wollten sozusagen. Das ist also zufällig. Das ist vorher so nicht passiert. Man wusste zwar nicht, was in der Tagesschau kommt, wenn man den Fernseher angemacht hat, aber man wusste, dass die Tagesschau kommt und man wusste auch relativ sicher, dass dann da irgendwo Nachrichten drin vorkommen. Das hat sich also verändert. Das heißt, die Leute nutzen jetzt Facebook, Instagram, TikTok und Co. und sehen auf einmal politische Informationen, die sie gar nicht sehen wollen. Das hat zur Hoffnung geführt, dass es eine höhere Informiertheit trotz geringem Interesse ist. Da sind wir wieder beim Interesse als Selektionsfaktor. Wer nicht interessiert ist, wird die Tagesschau nicht anmachen, guckt also keine Nachrichten. Wer nicht interessiert ist, macht aber trotzdem Facebook auf und sieht dann auf einmal, ah, okay, hier ist irgendwie gerade was passiert, entweder in meiner Heimatstadt oder weltweit. Das war die Idee dahinter, dass also Leute schon Informationen sehen, die sie gar nicht gesucht haben und dass auf einmal so zufällig alle ein bisschen politisch gebildeter und informierter sind, weil sie das da eben auch noch mitnehmen, als Mitnahmeeffekt. Bei Nachrichtenvermeidung war es wiederum so, dass diese Zufälligkeit dazu führt, dass Nachrichten allgegenwärtig sind. Also ich glaube, die Zeit, wo man noch Nachrichtennutzung insofern unter jungen Leuten vor allen Dingen messen musste, im Sinne zu fragen, wie häufig siehst du Nachrichten, ist irgendwie vorbei. Nachrichten sind all around, könnte man sagen. Es gibt also, glaube ich, sehr, sehr wenige, die es schaffen, sich von aktuellem Geschehen komplett abzukoppeln, weil sie digitale Plattformen nutzen. Das führt aber dazu, dass, wenn man das überhaupt nicht will, dass man da auf einmal Dinge sieht, die man vielleicht nicht aushalten kann, weil Krieg schlimm ist oder weil man von Covid zermürbt ist oder was auch immer. Das heißt, es gibt gleichzeitig die Tendenz, dass diese Flut an Nachrichten, wie gut oder schlecht sie sind, aber sie sind auf jeden Fall erstmal da, dazu führt, dass Leute sagen, das will ich nicht mehr. Und das ist das, was wir mit Nachrichten Vermeidung beschreiben und das ist halt vor allen Dingen bekannt geworden als Bewältigungsmechanismus bei hoher Negativität. Ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, mich interessiert die Welt nicht mehr, aber das kann ich mir hier gerade nicht mehr angucken. Jetzt haben wir das Problem, dass sehr unterschiedliche Zahlen existieren, wie häufig das denn nun wiederum passiert. Das
heißt, machen die Leute das? Und diese unbeabsichtigte Nachrichtennutzung, die höchste Zahl, die ich gefunden habe, und die habe ich genommen, weil ich die auch immer zitiere, ist irgendwie 58% der Menschen sagen, ja, sie sehen Informationen, die sie eigentlich gar nicht erwartet haben. Und das würde natürlich das Narrativ fördern, zu sagen, ah, dann lernen die auch richtig viel davon. Bei der Nachrichtenvermeidung gibt es andere Zahlen, wo sie sagen, ja, 3-50%, je nach Land und Bevölkerung, die Nachrichten vermeiden. Wir haben uns das ein bisschen genauer angeguckt, wieder mit sehr detaillierten Messmethoden, und haben gefragt, waren sie hauptsächlich auf sozialen Medien, um Nachrichten zu sehen? Und hier sehen wir tatsächlich, das wäre der Mittelpunkt. Das heißt, hier könnte man sagen, das ist jetzt alles, wie gesagt, Daten aggregiert, viele Datenpunkte von einzelnen Nutzern über die Zeit, wieder die Tageszeit. Aber man kann generell sagen, dass so ein bisschen unter 50%, ich glaube 48 war der Durchschnitt, der Leute auf sozialen Medien und digitalen Plattformen sind und politische Informationen gesehen haben, die sie da nicht sehen wollten. Das kann man also sagen, scheint wirklich was zu sein, was häufig passiert. Jetzt kann man hier sagen, unser Sample ist nicht das Beste, aber ich bin trotzdem sicher, dass das jetzt keine Ausreißerzahlen sind. Wenn wir dann aber fragen, wie erwartet oder unerwartet war es denn jetzt wirklich, wir haben sehr, sehr häufig die Leute gefragt, dass sie jetzt Nachrichten gesehen haben oder sogar einzelne Artikel gesehen haben, sieht man, und erwartet wäre quasi hier, also auf der 4 und hier unten ist ganz unerwartet, sieht man, dass das schon im höheren Bereich liegt, also deutlich über der Mitte. Das heißt, die Leute, egal ob es jetzt einfach Nachrichten oder spezielle Artikel sind, wissen trotzdem schon, dass sie die sehen auf sozialen Medien. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Chance, dass man dort ganz uninformierte Leute und uninteressierte Leute erreicht, eher gering ist. Das wäre zumindest mein Schluss davon. Und wir haben uns das jetzt auch nochmal angeguckt, dafür, was Leute tatsächlich gelernt haben. Wir haben das in 4 Gruppen eingeteilt, und das hier ist die Gruppe, wo die Erwartung hoch ist und die Nutzung aber niedrig, und das sind die, die am meisten von dieser Informationsnutzung tatsächlich gelernt haben. Das heißt, es sind wiederum, ne, es wäre irgendwie fürs Argument zumindest besser, wenn es die Leute mit der niedrigen Erwartungshaltung gewesen wären, aber es sind dann doch die, die wissen, dass wenn sie auf soziale Medien gehen, dass sie dort Informationen sehen, und die lernen dann auch was davon. Das heißt, diese Chance, dass jetzt alle zufällig informiert werden, kann so nicht bestätigt sein. Und bei der Nachrichtenvermeidung haben wir uns das Gleiche angeguckt, haben auch über 14 Tage Leute befragt, jeden Tag, und haben herausgefunden, dass 11%, also ein relativ kleiner Teil der Leute, sagt, dass sie Nachrichten aktiv vermieden haben, also nicht mehr draufgeklickt haben, weggeklickt haben oder Dinge aus ihrem Newsfeed verbannt haben. Also auch das scheint als Erzählung sehr gut zu funktionieren. Die Welt ist grau und wir wollen irgendwie was anderes, aber datenmäßig konnten wir das da zumindest nicht so belegen. Warum ist das so? Ich glaube, es hat ganz viel mit Covid zu tun. Dieses Thema Nachrichtenvermeidung ist durch Covid groß geworden, gab es ganz viele Studien, und ich glaube, jeder war in der Situation, dass er es nicht mehr hören konnte. Und das hat sich dann aber wieder gespiegelt in Befragungen. Hier sieht man also der Hauptgrund, warum Leute Nachrichten vermieden haben, ist wieder Reuters News Report, dass da zu viel über Politik und Covid-19, und das war halt so ein 2020er, 21er Befragung, vorkommt. Es gibt auch noch andere Gründe, schlechte Stimmung, Angst was sagt man, Argumente, aber nicht Streit, Konflikte online zu kommen und so weiter. Aber das ist der Hauptgrund, und hier sehen wir das auch nochmal, das war während der Covid-Zeiten einfach sehr hoch. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass Nachrichtenvermeidung eher ein spezielles anstatt ein generelles Phänomen ist. Es gibt Themen, wo Leute sagen, will ich nicht mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass alle die ganze Zeit nur kämpfen und die Nachrichten vermeiden wollen. Das haben wir zumindest nicht gefunden. Gut, und dann der letzte Punkt. Skeptisch nutzen Menschen politische Informationen auf digitalen Plattformen. Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Begriff in der Mitte zu tun. Auch wenn er Englisch ist, hat er es dann, glaube ich, doch irgendwie auch in den Duden geschafft. Diese Debatte um Fake News, also Falschnachrichten, die wir seit 2016
führen, wo es immer wieder neue Stilblüten gibt im Sinne von, was ist jetzt wieder falsch, hat, glaube ich, dazu geführt, dass Menschen, egal wie viel Falschnachrichten es gibt oder nicht, gibt Studien, die zeigen, alles, was so auf sozialen Medien unterwegs ist, ungefähr 1% von dem, wo man sagen kann, das ist falsch, das ist viel. Aber das ist jetzt nichts, was die Leute komplett verblöden würde. Bloß weil die da sind, diese Nachrichten, heißt das noch nicht, dass man ihnen glaubt. Aber die Debatte darum, von Trump natürlich vor allen Dingen angefeuert, hat, denke ich, dazu geführt, das war die Hypothese der einen Studie, dass gerade die Generation, die damit aufwachsen, die also nicht mehr dieses Grundvertrauen in bestimmte Mediengattungen irgendwie erlernt haben, ja eigentlich deutlich skeptischer sein müssten, wenn es um Nachrichten geht. Wir sehen, dass, wieder Digital News Report, immer wenn es so schön bunt ist, wir sehen, dass insgesamt das Vertrauen in Deutschland in Nachrichten allgemein relativ hoch ist und vor allen Dingen im Vergleich zur letzten Studie um 8% Punkte gestiegen ist. Es gab mal so einen leichten Knick, der ist aber in vielen Ländern zumindest so ein bisschen vorbei, was interessant ist, weil, wie gesagt, es gibt immer diese Abgesänge und, oh Gott, der traditionelle Journalismus und jetzt ist er wirklich tot, kann man hier nicht sagen, aber wir sehen natürlich auch, dass wenn Leute Nachrichten suchen und die Informationen, die sie da finden, denen vertrauen sie schon mal deutlich weniger und auf sozialen Medien noch weniger und natürlich vertrauen die Leute den Nachrichten am meisten, die sie selber nutzen. Das ist quasi immer das Phänomen, was man findet. Man glaubt eher, dass die anderen diejenigen sind, die es nicht richtig einschätzen können, aber man selber kann es eben immer gut einschätzen. Und was man auch sieht, da ist Deutschland sehr, sehr gut dabei, was das Vertrauen in die Hauptnachrichtenquellen angeht, bis auf die Bild-Zeitung, aber die hat vielleicht auch dazu beigetragen. Genau, also wir sehen erstmal in Deutschland jetzt nicht das Problem, dass keiner mehr den Nachrichten vertraut. Und wir haben uns das jetzt nochmal mit einem speziellen Fokus auf die Generation angeguckt im 10-Länder-Vergleich und sehen auch hier, dass der Unterschied zwischen Ländern relativ groß ist, ne? Also zum Beispiel in Ungarn ist das Medienvertrauen insgesamt wesentlich geringer als zum Beispiel in Dänemark. In Deutschland ist es wahrscheinlich im Schnitt am höchsten mit den Niederlanden. Aber was wir nicht sehen, was uns aber interessiert hat, ist, ob das einen Generationenunterschied macht. Also ob Leute, junge Leute generell weniger vertrauen als Alte. Und das ist nicht der Fall auf Basis der Daten. Und das sind ziemlich gute Daten. Dementsprechend viel besser wird es quasi nicht. Aber wir haben dann noch geguckt, was sagt eigentlich vorher, dass Leute Medienvertrauen haben. Und da haben wir zwei interessante Dinge gefunden, nämlich dass einmal bei Millennials, das wäre quasi meine Generation, die quasi, wie ist es, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, aber ab 95 geboren ist quasi Generation Z und dann so die 15 Jahre davor, ich bin 86 geboren, sind quasi Millennials. Da war Ungenauigkeit für diese Generation ein weniger wichtiger Prädiktor von Medienvertrauen, um es ganz genau zu sagen. Aber man kann auch sagen, Genauigkeit ist denen weniger wichtig. Die vertrauen also Medien, obwohl die nicht ganz so genau agieren. Und bei Generation Z, das ist dann, weiß ich nicht, ob wir jemanden hier haben, aber quasi die ganz Jungen, die ganze Zeit auf TikTok rumhängen, für die war die Ausgewogenheit oder Voreingenommenheit weniger wichtig. Das heißt, die vertrauen Medien, obwohl sie wissen, dass sie vielleicht nicht hundertprozentig unvoreingenommen sind. Das sind, ich würde mal sagen, Indikationen. Ich würde da jetzt keine Weltnachricht draus machen, aber das sind Indikationen, dass es da anscheinend einen Unterschied gibt und dass vielleicht dieses Aufwachsen mit Fake News tatsächlich dazu führt, dass man wenigstens skeptischer ist. Und wir haben noch eine andere Studie gemacht, die gezeigt hat, und das ist, glaube ich, auch was wir immer uns vor Augen führen müssen, je mehr diese Themen öffentlich diskutiert werden, umso wichtiger werden sie für die Leute. Und wir haben geguckt, wir haben Leuten Falschnachrichten gezeigt und wir haben ihnen auch Warnungen für Falschnachrichten gezeigt und haben sie danach evaluieren lassen, wie sehr sie Nachrichten vertrauen, die wir ihnen gezeigt haben. Und was man davon mitnehmen muss, ist, die Warnung
hatte genau den gleichen negativen Effekt wie das Zeigen der Missinformation oder Falschinformation selber. Das heißt, die Leute wären verunsichert durch konstantes Erinnern an diese Möglichkeit. Das ist natürlich wichtig, dass man Leuten sagt, passt auf, da ist irgendwie was unterwegs und das kann falsch sein. Aber so wie Leute eben ticken, wir können uns das ja immer nicht wünschen und backen, haben wir halt gefunden, okay, das funktioniert nicht. Was funktioniert hat, war quasi eine sehr, wie soll man sagen, bildungsnahe Präsentation dieses Problems zu bringen. Wir nennen das News Media Literacy und da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Also die Fähigkeit, Nachrichten richtig zu nutzen irgendwie. Wenn man das versucht zu stimulieren, das hat ganz gute Effekte gebracht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es keine Hoffnung gibt, aber so diese reine Warnung, passt auf, da draußen sind Falschinformationen unterwegs, hat quasi dazu geführt, dass die Leute unsicherer waren als zuvor. Worauf steuert das? Ich würde sagen, auf multiple Prüfverfahren. Das eine ist, etablierte Marken haben es gut, weil ihnen weiterhin vertraut wird. Und ich würde auch sagen, bis auf so ein paar Ausreißer in Deutschland, kümmern die sich schon auch darum, dass sie dieses Vertrauen irgendwie behalten. Das heißt, wenn man eine große Medienmarke ist, hat man es, glaube ich, relativ gut, weil die Leute im Zweifelsfall dann doch nochmal bei einem gucken, bis auf ein nicht ganz geringer Teil, das habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgeführt, von Leuten, die quasi alternative Nachrichtenquellen nutzen. Also das nennen wir quasi die, die alle neben den traditionellen althergebrachten Medienmarken sind. Aber Marken werden eine Rolle spielen. Bei den Jüngeren, sehr interessant zu sehen, soziale Evaluationsmechanismen. Was ich gar nicht so richtig beschreiben kann, weil ich auch schon so alt bin, dass man also guckt, okay, es gibt eine Nachricht, wie wird die in meinem Netzwerk aufgenommen? Wer spricht darüber? Teilt das noch jemand? Und das wird ständig wiederholt, wenn man Interviews mit jungen Leuten führt. Das heißt, es scheint wirklich so zu funktionieren, dass man gar nicht mehr so sehr dieser einen Quelle vertraut, sondern dass man eher so guckt, okay, wenn das so 3-4 Mal in meinem Netzwerk irgendwie halbwegs sicher angeklungen ist, dann vertraue ich dem. Aber es ist nicht so, dass da jemand nachfragt im Sinne von, das ist so ein bisschen die Metakognition wahrscheinlich oder ein anderer Prozess, dass man sagt, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich dem glauben kann, obwohl ich jetzt nicht Freunde gefragt habe, glaubst du das? Soweit geht das nicht. Das ist eher so ein Gefühl, was man entwickelt, dadurch, dass man durch seine Plattforminformationen geht. In polarisierten Gesellschaften, und da ist die USA ganz vorne dabei, ist es, glaube ich, mittlerweile wirklich so weit, dass es die Passung zur eigenen Wahrheit das Wichtigste ist, ob man Informationen vertraut oder nicht. Da gibt es Studien, habe ich jetzt nicht mitgebracht, ist nicht unser Thema, aber es ist wirklich haaresträubend. Also da ist alles vorbei, da gibt es überhaupt für ganz, ganz viele, weil die eben so an diesen Rändern kleben. Anscheinend ist es vollkommen egal, ob die Informationen verifizierbar sind und so weiter. Gucken wir uns Trump an, der war letztendlich das beste Beispiel. Das heißt, es führt dazu, bei uns nicht, aber in anderen Ländern, dass wahr ist, was zur eigenen Wahrheit passt. Und ich glaube, die große Herausforderung, die wird uns noch viel Freude in Anführungsstrichen bereiten in den nächsten Jahren, ist quasi das, was künstliche Intelligenz leisten kann. Das Scholz-Deepfake-Video, also das falsche Pressestatement von Olaf Scholz, haben vielleicht manche von Ihnen gesehen. Da fehlt uns quasi gerade alles, weil es so gut gemacht ist, dass quasi alle Warnmechanismen, die unser Kopf lange Zeit erarbeitet hat, im Sinne von schlechtes Bild, pixelig, komisch geschrieben, falsche Überschrift, Kommasetzung, alles weg. ChatGPT setzt besser Kommas als ich DALL-E kann bessere Bilder machen und so weiter und so fort. Das heißt, was eigentlich das Problem ist, sind diese Anpassungsmechanismen. Wir als Menschen können schon mit diesen neuen Umgebungen umgehen, aber sich daran so schnell anzupassen, ist einfach äußerst schwierig. Gut, wir kommen zum Schluss. Nochmal die 4 Punkte, was ich denke, was wichtig ist zu wissen. Jetzt die Frage, alles neu durch Plattform. Und man muss schon sagen, ja, es ist schon viel neu irgendwie, aber gleichzeitig kann man vieles auch auf Dinge zurückführen, die vorher schon eine Rolle gespielt haben. Aber wir müssen uns das einfach so vorstellen, dass jemand geht durch den Tag, nutzt hier und da Informationen und es unterschiedlichste Dinge. Hier ist man mal abgelenkt, da hat man eine andere Intention, hier ist man in schlechter Stimmung, hier hat man Vorerfahrungen, die auf einmal eine Rolle spielen und hier kommt der Algorithmus rein. Das heißt, es ist äußerst schwierig, wirklich genau zu sagen, okay, was ist das jetzt, wie kompliziert ist das, weil es für jeden so unterschiedlich ist. Und ich glaube,
Wofür das vor allen Dingen kompliziert ist, ist Mediennutzungsmessung. Das heißt immer die Frage, jetzt, wir haben uns über Lernen unterhalten, das ist noch relativ dankbar, weil es relativ genau abzubilden ist. Aber auch hier muss ich ja von 1000 Befragten Ihnen sagen, naja, im Durchschnitt hat die Leute irgendwie ein bisschen positive Lernerfolge gehabt. Aber was ich dahinter natürlich überhaupt nicht mehr reflektieren kann, ist, wie unterschiedlich das, was die Leute gemacht haben, eigentlich war. Und durch die digitalen Plattformen haben wir einfach fast keine Möglichkeiten mehr, das gut zu messen aktuell. Das heißt, das wird, glaube ich, für uns als Fach die größte Herausforderung, Antworten zu geben im Sinne von, na, lernen die Leute jetzt was oder nicht? Das kann ich Ihnen sagen, wenn ich mir einen angucke, aber so ganz übergreifend ist es einfach äußerst schwierig geworden. Und damit ein letzter politischer Hinweis. Was uns als Fach fehlt, sind die Daten. Das heißt, alles, was ich Ihnen gezeigt habe, sind Ideen, wie ich Plattformen studieren kann, ohne dass mir die Plattformen Zugang zu ihren Daten geben. Facebook könnte das alles machen, Instagram könnte das alles machen, TikTok könnte das alles viel, viel, viel besser machen. Aber wir haben keinen Datenzugang als Forschende. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Bei uns ist das ein Riesenthema. Es gibt jetzt von der EU, kann man immer viel schelten, aber kommt auch viel Gutes her, den Digital Services Act, der quasi Plattformen das erste Mal dazu verpflichtet, Forschenden die Möglichkeit zu geben, Daten anzufragen. Und ich würde sagen, wir stehen bereit. Wir hoffen jetzt, 17. Februar 2024 soll es losgehen. Wir hoffen, dass wir in 5 Jahren, könnte ich Ihnen das hoffentlich alles nochmal anders erklären, weil ich einfach bessere Daten habe und wirklich weiß, was in den Plattformen losgeht, weil die Plattformen jetzt gesetzlich dazu gezwungen sind. Die werden sich wehren, das wird auch wieder schwierig werden, aber prinzipiell haben wir lange, lange drum gekämpft und mussten immer Umwege finden, um Plattformen erforschen zu können. Und jetzt ändert sich das. Dementsprechend, wenn Sie das irgendwie in den Nachrichten hören im Februar, wenn das endlich durchgeht, dann wissen Sie, davon hat Herr Ohme gesprochen und das ist was Gutes. Deswegen brauchen wir das. Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.